So, hallo und herzlich willkommen. Heute mal bei einem neuen Game, How to Survive 2. Andy ist mit am Start und wir haben jetzt schon zum zweiten Mal versucht, Multiplayer hier zusammen zu spielen. Und beim letzten Mal gab es irgendwie Serverprobleme. Das war vor circa einer Woche oder vor anderthalb Wochen, wir wissen es nicht mehr genau. Und ja, wir haben uns jetzt eben nochmal getroffen, um in der Hoffnung, dass die Server wieder alle ab sind. Und die Server sind auch ab, aber es gibt ein weiteres Problem. Wir wussten nicht mal annähernd oder wir haben nicht rausgefunden, wie wir bei den jeweiligen Partnern eben einjoinen können, also ins Spiel beitreten können, und haben uns Foren gelesen, haben, was weiß ich, in YouTube-Videos durchgecheckt, ob es irgendwelche Tutorials gibt. Es gibt gar nichts. Und jetzt haben wir uns entschlossen, kurz ein Tutorial zu machen. Das geht eigentlich ganz einfach, wenn man es weiß. Ich habe es dann auch irgendwo in dem 10. Kommentar, Unterkommentar von irgendeinem Beitrag zufällig gelesen, so total unscheinbar. Und ja, jetzt erklären wir es mal. Also geht ganz einfach hier auf Multiplayer, dann macht ihr zum Beispiel einfach ein neues Camp. Das mache ich jetzt einfach mal. Und dann seht ihr jetzt schon hier links oben, ist die Taste neben der 1, Community und Quest Reminder. Habe ich eigentlich am Anfang gar nicht beachtet, aber die müsst ihr ganz einfach drücken, also die Zirkumflex-Taste links neben der 1. Oh, jetzt muss ich erstmal dieses Tutorial-Menü schließen. Okay, die Zirkumflex-Taste, dann kommt ihr quasi hier in das Quest-Menü. Dann könnt ihr oben auf Community verwalten gehen. Da seht ihr jetzt alle eure Freunde. Und dann geht jetzt einfach zum Beispiel, je nachdem, wen ihr anladen wollt. Ich will jetzt den Andy anladen, der ist hier auf meiner zweiten Seite. Und drückt ihr einfach auf dieses Plus. Und dann habe ich ihn jetzt quasi berechtigt, auf das Spiel beizutreten. Andy, du kannst jetzt einfach mal beitreten. Genau, denn erst jetzt wird mir sein Spiel hier eingeblendet. Ansonsten sehe ich nur meine eigenen Camps in der Übersicht und nehme eben an, die Server sind down oder es gibt irgendein Problem, aber so. Genau, das quasi jetzt im ersten Moment, ja, hier Andy has connected, das in den ersten Zeit jetzt wahrscheinlich nur über Einladungen spielen möglich ist. Also es gibt dann keine random Multiplayer Lobbys, aber ist auf jeden Fall schon nice, dass es jetzt funktioniert. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, gebt auf jeden Fall einen Daumen, wenn ihr Fragen habt, schreibt in die Kommentare. Oh. Okay, es gibt Friendly Fire. Und ja, wenn es euch geholfen hat, gebt natürlich einen Daumen hoch. Ich hoffe, ihr habt auch so viel Spaß wie wir jetzt hoffentlich. Und dann, jo, werden wir jetzt mal anfangen, Video aufzunehmen. Und das wird dann in der nächsten Zeit kommen. Und dann, jo, haut rein, viel Spaß, ciao.